Ja, hallo, heute haben wir die Brigitte-Jahresversammlung. Wir haben heute zu Gast den Herrn Fackler, Vorsitzenden des öffentlichen Dienstausschusses im Bayerischen Landtag. Wir haben verschiedene Themen diskutiert. Herr Fackler, die Kolleginnen und Kollegen haben in der Diskussion einige Themen an Sie herangetragen. Da ging es um Stellenbesetzungen, ging es um die Situation der Bereitschaftspolizei. Was nehmen Sie aus unserer heutigen Veranstaltung mit? Ja, also ich nehme zunächst mal auf jeden Fall mit, dass unsere Polizei ein absolut starker Faktor unseres leistungsfähigen Staates ist. Und das muss auch entsprechend honoriert werden. Und ich sage, diese Honorierung muss spätestens auch wieder bei den Einkommensrunden stattfinden im nächsten Jahr, weil ich sage, die Besoldung ist ja in Bayern Spitze und diesen Spitzenplatz wollen wir auf jeden Fall einbehalten. Und deswegen sage ich auch, das Thema Uniformen ist wichtig, das Thema Bereitschaftspolizei ist wichtig, gute Ausbildung ist wichtig, entsprechend die Ausstattung ist wichtig und das nehme ich mal primär für heute mit. Wir haben hier die Situation, ich habe es ja angesprochen, es ist viel gemacht worden in den letzten 4-5 Jahren für die Polizei speziell, aber für die Polizei insgesamt. Wir als DKB möchten jetzt im Haushalt 2019, 2020 auf alle Fälle mal die Förderungssituation, Hebungen, Stellenmehrungen in den Vordergrund stellen. Ausrüstung ist viel gemacht, jetzt wollen wir irgendwie das Geld verdienen dran, aber es ist schön, wenn Sie uns unterstützen können. Ist klar, die Stellenmehrungen der Beförderungsmöglichkeiten ist für uns eine absolute Priorität. Wir müssen das auch so sehen. Seit 2009 wurden über 7000 Stellen Beförderungsmöglichkeiten geschaffen im Bereich der Polizei, weil wir sagen, gerade im Bereich A9, A9Z muss wieder was geschehen, im Bereich A12, A13 muss etwas geschehen und ganz klar, da werden wir uns gemeinsam bei den Haushaltsberatungen 2019, 2020 dafür wieder stark machen. Es freut mich, dass wir die Unterstützung aus dem Landtag haben, aus den Reihen des öffentlichen Dienstausschusses. Wir werden dranbleiben und versuchen, das, was möglich ist, für euch umzusetzen. Einer der Höhepunkte der diesjährigen Jahreshauptversammlung. Zwei Bezirksverbände hatten bei Veranstaltungen einmal 1.000 und einmal 2.000 Euro gesammelt. Das Geld nahm der Vorsitzende der Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft Berend Jochim freudig entgegen. Es wird zum einen für die Stiftungshäuser in Lenggries und Fall verwendet. Diese dienen als Erholungsoasen für traumatisierte Kollegen. Zum anderen wird damit der Erholungsgarten weiter aufgehübscht. Vorträge der Mitglieder des Landesvorstandes und der Kommissionen sowie zahlreiche Diskussionen rundeten die Jahreshauptversammlung 2018 ab.